Rechts ziet u de basiliek van de heilige Nicolaas, ofwel de Sint-Nicolaaskerk genoemd. De kerk is vernoemd naar de patroonheilige van Amsterdam, Sint-Nicolaas. De kerk zet zich vooral in voor de zwakkeren uit de stad en speelt een belangrijke rol voor de bewoners in de binnenstad. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamische Schroffstil gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. We waren nu in de oude binnenhaven van Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. De schepen lagen van Amsterdam. Een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your right, we can see the Montelbaan's Tower, an old defense tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Malle Jaap, or Singing Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbaan-Storen, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine